Hey Freunde, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich habe heute die wunderbare Ska dabei. Guten Tag, Ska, was Hallöchen. Geht? Hallöchen. Wir haben nämlich heute Folgendes für euch vorbereitet, und zwar ein richtig fettes Labyrinth von unseren Griefer Games Bildern. Und derjenige, der heute dieses Labyrinth zuerst schafft und bezwingt, der bekommt 1 Million Dollar und ein wertvolles Item. Wir haben hier nämlich in dieser Tour eine Siegerurkunde. Die bekommt auch eine Signierung und die kriegt dann der Gewinner. Wir werden mal gucken. Ich habe übrigens mich hier schon schön verkleidet, Ska. Es ist ja gerade Europameisterschaft, ne? Ich habe hier schöne Flügel am Start. Ich habe eine geile Schlange am Start, aber du hast nicht mal Mistreport, habe ich gerade gesehen, Ska. Ja, ich habe es so nicht runtergeladen, tatsächlich. Ich habe einen Beta-Key damals bekommen, aber ich habe es nicht runtergeladen. Du läufst hier ganz langweilig durch die Gegend, Ska. Du musst hier Mistreport überholen. Kann man ja auch benutzen, ist ja kein Problem. Dann hast du trotzdem nicht hier die coolen Kosmetik. Ja, aber ich kann nicht beides haben. Ich glaube, es geht sogar. Aber anderes Thema, Freunde. Wir machen jetzt Folgendes. Wir starten durch. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein kleines Battle, Ska. Hast du irgendwas zum Wetten? Ich weiß nicht. Ich guck mir gerade mal deine EC an. Oh, nein. Da ist ein Common Block am Start, ne? Der ist ein bisschen wertvoll, glaube ich. Bist du bereit, um den Spawner zu spielen? Ja, safe. Kann man machen. Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir werden gleich ganz viele Spieler reinlassen. Dann lass uns ein Battle machen. Und zwar, wer von uns beiden zuerst das Labyrinth hier schafft, können einfach mal hier reinhüpfen. Und zwar komplett ohne Cheaten. Wer zuerst den Ausgang findet, Ska. Bist du ready? Ja, ich denke. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und los geht's. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich hin muss, aber ich gehe immer mal in diese Richtung. Ich bin runtergefallen. Du bist runtergefallen? Ja, hier ist einmal so eine Falle. Darf ich hochfliegen, oder? Ja, du darfst hochfliegen. Da ist eine Falle. Was haben die bitte gemacht mit dem Labyrinth? So Jump'n'Run-Dings-mäßig anscheinend. Oh, okay. Mies. Erstmal reingerannt. Ah, du willst nicht bestimmt nur. Warte mal, hier kann man durch. Ach, hier ist wirklich eine Falle. Okay, da hüpfe ich rüber. Ja, es sind überall Fallen. Das muss ist sagen, so fies. Dieser Laub ist auch voll anstrengend. Du siehst ja einfach durch die Wände. Boah, nein, ich bin drin. Hey, wie kommt man hier wieder raus? Hochfliegen. Eigentlich musst du drüber springen, wie beim Jump'n'Run halt. Das heißt, alle User, die da reinfallen, haben einfach verloren, Freunde. Ja. Oh, die Bilder von Griefer Games sind echt gemein, muss man sagen. Okay, weiter. Das Gefühl, dass ich dahin muss. Ska, glaubst du, du bist schon nah am Ziel? Ich hoffe. Also ich sehe zumindest die Außenwand. Also so weit weg kann ich nicht sein. Kann auch sein, dass ich komplett falsch bin. So. Also ich habe das Gefühl, ich bin auch auf einem guten Weg. Aber es gibt übrigens nur einen Ausgang, Freunde. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie in die richtige Richtung laufe. Könnte auch genau auf der falschen Seite sein. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich hier irgendwo richtig bin. Oh, hier ist aber es Gang. Ist schwierig. Der Trick ist ja, man soll ja immer rechts laufen. Dann findet man ja das Ziel auf jeden Fall. Aber das dauert nie. Ewig. Das mache ich auch nicht. Das dauert bestimmt ewig. Oh, verlaufen einfach. Nein. Oh, ich bin am Rand. Ich bin am Rand. Ja, bitte, bin ich schon die ganze Zeit. Aber das hat mir auch nichts gebracht. Okay, ich versuche jetzt mal am Rand zu bleiben, Freunde. Dass ich da nicht so weit wegkomme von. Ich will meinen Spawner nicht verlieren. Ich muss mir Mühe geben. Du kriegst übrigens einen von mir, falls du gewinnst. Also hast du zwei Spawner. Dann muss ich mir noch mehr Mühe geben. Es sieht gut aus. Ich weiß nicht. Nee, doch nicht. Also ich bleibe jetzt einfach am Rand, Freunde. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich habe ich irgendwann Glück und dann ist da auch ein Loch. Ich versuche es ja auch gerade, aber ich glaube, ich bin an der falschen Wand so. Ich lande immer an der gleichen Stelle und die ist falsch. Oh nee. Wie soll man denn diesen Sprung schaffen? Was haben sich die Bilder hier gedacht? Das ist ja voll schwer. Warte mal. Boah, wie viele Blöcke sind es denn? Ich musste um die Ecke springen einfach. Oh, hier ist es. Ach so, ja, das geht. So, oh. Hey, wie gemein ist denn diese Tür gewesen. Okay. Boah, ich hatte gerade so Hoffnung, ne? Ich glaube, ich renne immer auf der gleichen Stelle. Okay, ich bin jetzt, mittlerweile habe ich auch keine Ahnung mehr, wo der Rand ist. Hier ja, am Rand nee. Bin ich, aber es bringt mir nichts. Also jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Zum Glück, ich habe einen Ausgang gefunden. Also nicht den Ausgang, sondern... Ich sehe dich! Was, hallo, wo? Ska, was geht? Wo? Gut, hallo da. Hier vorne. Guten Tag. Nee, ich sehe dich nicht. Ach doch, servus. Ich geh lieber weiter weg. Servus, ich gehe ein bisschen weiter weg. Ich versuche mal hier mein Glück. Das Ding ist, die haben das bestimmt so gemein gebaut. Ich wette, den Ausgang zu finden ist echt nicht einfach. Wahrscheinlich musst du ja in die Mitte und kommst dann halt irgendwie raus. Keine Ahnung, das kann ich mir vorstellen. Sein, ja, könnte auch sein. Damit genau das eben nicht passiert, was wir gerade versuchen. Hi. Oh, jetzt sehen wir uns wirklich, okay. Warte, wir können es auch mal zusammen probieren. Lass uns mal ein Stück zusammen gehen. Ich bin hier in irgendeinem gescheiterten Gang. Lass uns mal erstmal wieder Richtung Mitte hier vorne. Hier vielleicht einfach durch. Was denkst du, hier ist? Ist das ein guter Weg oder ist das falsch? Ich denke hier entlang. Okay, dann geh mal vor. Genau, gehen wir hier rüber. Und jetzt rechts oder ich gehe links rum, okay? Gute du gehst Frage. Rechts rum. Ja, okay. Okay, trennen wir uns einmal. Och, hier bei mir ist direkt eine Sackgasse. Bei mir nicht. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich muss okay, irgendwie bei zu dieser Tür kommen. Bei mir sind Sackgassen. Ich komme mal zu dir. Bei mir sind nämlich so, nur Sackgassen. Ja, jetzt habe ich mich aber auch verlaufen, ne? Also wenn man hier durchschaut, dann sieht man einfach eine Tür. Warte, da ist eine Tür? Nee, nicht der Ausgang. Irgendeine Tür. Ah, okay, irgendeine Tür. Ja, ich würde gerne darüber. Ja, hier ist was. Oh, hier ist die Mitte. Hier ist die Mitte. Oh mein Gott. I ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it. Wir sind einfach in der Mitte. So mies. Okay, Ska, wollen wir aufgeben? Ja, bitte. Komm, wir gucken uns erstmal die Lösung an. Also es ist ja so schwer. Bin ich mal sehr gespannt, wie man hier rauskäme, wenn das geht. Ich glaube, ich bin da entlang gegangen. Glaube ich auch. Also hier geht man lang. Hier ist sogar der richtige Weg. Also man müsste... Als ob.
hier. Ich war hier locker. Dann müsste man links rum, dann rechts, dann wieder hier durch, dann nochmal zurück und dann hier irgendwo lang und da oben kommt man dann irgendwie ins Ziel. Okay. Okay. Also ich muss sagen, das ist echt nicht einfach, das Ding. Die haben das so schwer gebaut. Vor allem, wenn man einmal von dem Weg abkommt, hier sind das alles Sackgassen. Da rennt man nur im Kreis und so. Naja, die Spieler werden es hoffentlich schaffen. Ich würde sagen, wir starten am besten einfach mal unser schönes Labyrinth. Achtung, Freunde. Wir machen ein Labyrinth. Und der Erste, der es schafft, bekommt eine einmalige Urkunde und 1 Million Dollar. Seid ihr bereit? So, fragen wir das mal CB17. Nämlich alle auf CB17 haben heute die Chance, das zu schaffen. Ich bin gleich mal gespannt, Sky, wenn wir von oben drauf gucken, wie das aussieht. Ob es dann vielleicht schneller geht, ob es einer schafft. Lass uns mal gucken. Man sieht ja, wo die Tür ist, ob vielleicht Leute knapp dran sind oder so. Aber wir müssen unbedingt in Vanish gehen. Wenn wir nicht in Vanish sind, dann können ja alle gucken, wo wir stehen, weißt du? Eine gute Idee. Das ist wichtig. Wo ist das Labyrinth, fragen die schon. Und ich mache mal ein TPA-All. Das heißt, jetzt geht es los. Ich gehe schnell in Game Mode 3 einmal nach oben. Da geh du auch in Game Mode 3. Und jetzt müssten eigentlich... Oh, warte, die sind alle gebannt. Hier. Moment, ihr müsst kurz alle entbannen, damit die hier drauf können. Zack, und jetzt kommen die ganzen Leute. Da sind die ersten am Start. Die ganzen Ameisen einfach. Die rennen auch schon los. Können die durch die Türen gehen? Schaffen die das? Normalerweise schon, oder? Ja, aber die stehen hier. Kriegen die das nicht den Knopf zu drücken? Offensichtlich nicht, oder? Also vielleicht wird der Knopf blockiert von irgendwem. Doch, die können die Knöpfe drücken. Okay, okay, gut. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Siehst du den Ausgang? Moment, ich glaube, ich bin auf der Seite. Ja, hier ist er bei mir. So, das heißt, wir müssen jetzt warten auf den Ersten, der da kommt. Der kriegt die Urkunde. Und so wie es aussieht, ist keiner in der Nähe. Okay, krass. Nee, überhaupt nicht. Die bleiben ja alle bei der Tür. Die rennen ja gerade alle durch. Die müssen auf jeden Fall hier vorne erstmal durch die erste Tür gehen. Wenn die das nicht machen, dann wird das sowieso nichts. Aber die blockieren die Tür, glaube ich. Guck mal. Es gibt andere Wege, hast du doch gesehen, oder? Ach, also warte mal. Von jeder Seite. Man muss halt nur den Weg dann finden. Guck mal, keiner öffnet diese Tür irgendwie. Ja, weil die den Knopf übersehen. Okay, die raffen das irgendwie nicht. Nee, überhaupt nicht. Gucken wir mal weiter. Oder jemand steht drauf, dass es... Ja, jetzt. Okay, perfekt. Ach, der eine hat es blockiert. Okay, jetzt kommen die Ersten in die richtige Richtung. Also die Leute hier, die gerade langlaufen, die haben eine Chance. Der läuft sogar richtig gut, glaube ich, der Wasser. Ja, das sieht gut aus. Da ist ein Sack. Oh, der läuft richtig gut. Hat der irgendwie Ahnung? Der Wasserritter? Ich weiß es nicht. Oh, der ist auf einem richtig guten Kurs, aber da ist erstmal eine Sackgasse. Nee, doch nicht, da ist eine Tür. Okay, jetzt nur noch da vorne durch die eine Tür und dann ist der schon offen. Oh, wenn der das jetzt schafft, ne? Warte mal. Oh, verdammt. Das ist sein First Try in diese Richtung. Was? Er hat es einfach direkt gerissen. Richtig schnell gegangen. Oh mein Gott, Wasserritter. Wasserritter, GG. Krass. Oha. Wasserritter hat es einfach voll zerrissen. Das ist ja, der hat es zum First Try gemacht. Das ist richtig krass. Der Zweite bekommt auch noch einen Preis, schreibe ich mal rein. Also das ging so schnell, den Zweiten können wir auch noch was. Das Ding ist, warte, ich gehe mal schnell wieder in Vanish. Da kommt direkt der Nächste. Der ist auch auf einem guten Weg, aber der ist, glaube ich, falsch abgebogen. Der rennt komplett in die Sackgasse, der hat keine Chance. Aber der Wasserritter hat schon mal gewonnen. Guck mal, hier auch der da vorne, der ist zwar voll nah am Ausgang, aber eigentlich ist der Weg falsch. Der kann einfach von neu anfangen. Der ist im falschen Quadrat. Ja, das ist so schwierig. Deswegen dachte ich schon so, boah, mies, wenn das jetzt alle so schnell schaffen einfach, aber offensichtlich. Der eine ist auf einem guten Weg jetzt. Der blaue, der Supreme nee, da vorne. Nee, das geht hier nicht. Die sind jetzt einmal rumgerannt, oder? Ah, nee, die müssen nochmal außen rum. Die müssen hier vorne. Ja, nee, die sind komplett falsch. Der Supreme hat's jetzt gleich. Der ist auf einem guten Weg. Genau, jetzt geht er durch die Tür. Ja, nein, hier, pass auf. Und hier, ist einer zuerst. Okay, was ist das? Silas, GG. Und der ist leider jetzt Dritter, das heißt, er wird es nicht schaffen. Wollen wir dem auch noch was gönnen? Komm. Mr. Secret, GG, ihr bekommt was. Ihr wart die Ersten. So, das heißt, die drei kriegen auf jeden Fall was. Ich würde sagen, der erste Platz kriegt auf jeden Fall die Urkunde als Erster. Den anderen beiden würde ich sagen, gönnen wir einfach die Millionen, oder? Das ist, glaube ich, ganz geil. Ja, würde ich schon sagen. Gut, dann würde ich sagen, Wasserritter, du kriegst 1 Million Dollar, weil du das hier geschafft hast. Viel Spaß damit. Oh, jetzt kommen hier wirklich viele Leute. Dann der Silas, du kriegst 1 Million, weil du, ich glaube, Zweiter warst. Dann der Mr. Secret, du kriegst 1 Million, weil du Dritter warst. Und der Erste kriegt jetzt noch eben diese Urkunde hier signiert. Das machen wir jetzt mal eben. Ich weiß schon, dass wir einfach richtig schlecht waren, oder? Ich verstehe auch nicht, wie die so gut sind, Ska. Ja, deswegen meine erste Reaktion war einfach nur, mies, wir sind so schlecht. Ja, also die waren echt schnell, muss man sagen. Wasserritter lässt sich sogar im Irrgarten nicht beirren. Der kriegt einmal jetzt diese schöne Urkunde, der gute Wasser. Ritter. Moment, ich pack's hier mal in die EC. Ich sehe gerade, das ist ein neuer Spieler. Der hat sogar noch einen Slot frei. Das ist doch mega nice. Ich muss sagen, ich fand das Labyrinth sauschwer, aber die Spieler haben es krass schnell bezwungen. Man müsste eigentlich mal nächstes Mal die Zeit messen oder so und gucken, wie lange die Leute brauchen. Das war echt locker schnell. Locker nur eine Minute. Das war wirklich nicht lang. Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ihr was anderes wollt, wo vielleicht 100 Spieler gegen ein Labyrinth oder irgendwas anderes antreten, schreibt's in die Kommentare. Cool, dass du dabei warst, Gar. Ich hoffe, du traust dich mal bald Mystery Mod zu installieren. Ja, natürlich. Coolen Cosmetics. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.